Wir gehen jetzt erstmal in diese 10-mal zünden goldene Glücksröhre rein, weil ich will keinen Betrug mehr. Der Goldpass ist abgelaufen. Was ein Jammer. Aber wir haben die Sachen noch bekommen. Was da hinten kommt, das ist mir eigentlich relativ egal. Ob ich mir den Goldpass wiederholen werde, ist eine sehr gute Frage, die ich bis jetzt noch nicht beantworten kann. Wir werden uns das ab Mittwoch, ich meine, wann die Parts online kommen, das ist doch, ich meine, für mich ist morgen Mittwoch, für euch war wahrscheinlich Mittwoch vor 3 Monaten. Wir werden uns das dementsprechend anschauen. Wir gehen jetzt erstmal in diese 10-mal zünden goldene Glücksröhre rein, weil ich will keinen Betrug mehr. Ich will jetzt endlich mal gute Sachen haben, weil bis jetzt hat diese Season nur Unfis. Wir erhalten Gold Kokoloko. Dann den Gold Kurve. Die Goldlore. Der Silbergold Herzballon. Der Goldkleider, den ich schon 80 Mal habe. Das Gold Go-Kart. Der Gold Flap-Flap. Gold Pinguin Tragflügel. Gold Renngurke. Und Tanuki Gold Gleitschirm. Ja, alles neu bis auf der Goldkleider. Aber das sollte auch klar sein. Und jetzt haben wir endlich. Komm, das muss mir. Wie oft geht das? 5-mal, ne? 15 brauche ich dafür. Nee. Dumm. 50. 75. Das geht sich aus. Dann gönnen wir uns die auch direkt. Ob wir die anderen 2 goldenen Röhren noch öffnen. Das muss ich schauen. Jetzt wollte ich mir auf jeden Fall mal die Rubine abholen und wir gehen in schnelle Spiele rein. 3DS Jeep. Cheap Bucht vom Cooper Cup. Ich habe keine Ahnung, welcher Cup heute drankommt. Den Cooper Cup hatten wir auch auf jeden Fall noch nicht. Aber die Map hatten wir auch schon. Reverse zumindest einmal. Und wir fahren auch mit Cooper, wie passend. Okay, go, drive, go. Ist auch eine sehr schöne Map. Aber auch mehr Standard. Bräuchte ich jetzt persönlich nicht in Mario Kart 8, wenn ich ehrlich bin. Weg mit euch. Kritisch. Wir beide auf einmal, okay. Aber. Doch logisch. So wie hier, ne? Komm, irgendwie in der... Die prallen nicht ab. Doch, hä? Wieso? Treffe ich hier niemanden? Was zum Teufel? Ja, mhm. Das kriegst du zurück. Hast zwar nicht du angesetzt, aber ist mir trotzdem egal. Ich will nur Rache an irgendjemanden. Das Item hole ich mir auch. Nein, trifft doch irgendjemanden. Okay, gut. Mit euch. Komm weg. Mit dir, komm. Giganten rangeln. Dich auch wegschleudern, so. Bitte, niemand darf mich überholen. Leichtigkeit. Das ist, glaube ich, was anderes, aber ich nehme es hin. Okay. Kann man, glaube ich, anders platzieren. Das nehme ich so. Und haben wir die 5 Sterne. Sogar das Doppelte, wenn man so will. Zumindest was Punkte angeht. 300 Coins. Und das geht auch direkt heute weiter im Cooper Cup. Sehr schön. Rosalinas Eisplanet und Luigis Mansion. Das ist ein schöner Cup, würde ich mal behaupten. 3D ist Rosalinas Eisplanet X.
Ja, komm, wir nehmen Pinguin Luigi, was gut passt. In dem Fahrzeug, weil wir das gerade nur bekommen haben. Rein da. Das ist auch eine Map, die... Obwohl, Mario Kart 8 passt das, weil wir haben im Prinzip ja schon zwei dieser Eisstrecken, ne? Einmal vom GameCube. Genau, die vom GameCube. Und noch eine. Deshalb weiß ich nicht, ob da jetzt noch eine dritte passen würde. Was sagt ihr dazu? Wollt ihr die Map haben? Weiß ich schon. Gut, das ist jetzt die X-Variante. Das sieht man jetzt nicht wirklich richtig. Aber es ist schon eine sehr, sehr starke Map. Da oben ist auch ein Planet. Anlehnung an Super Mario Galaxy nehme ich an. Und hier mit dem Schlitten unterwegs. Ist mir auch gar nicht so aufgefallen. Ah, gut. Dann nehmen wir die Abkürzung doch, wenn wir gerade so dabei sind. Oder einen alternativen Weg. Weiß jetzt nicht, ob man da jetzt unbedingt schneller ist. Ausgeschaut hat es jetzt nicht danach. Ist aber nicht langsamer geworden. Mach nicht diesen. Mach lieber den ersten Platz, Luigi. Ja, aber ich glaube, mir gefällt die normale Variation da deutlich mehr als diese X-Variante. Die Häuser sind cool. Kann man da auch unten rein? Ja. Natürlich kann man das. Los. Ja, das haben wir. Aber sonst gab es irgendwo noch ein... Das ist auch schön, ne? Ja, das kleine Zelt. Das erinnert halt an Mario Galaxy 1 und die Overworld. Ganz exakt schaut das jetzt, glaube ich, nicht so aus gut. Man sieht es jetzt auch nicht mehr wirklich. Aber es soll daran eine Anlehnung sein. Ist ja auch Rosalinas Map. Also passt das schon. Okay. Keine 5 Sterne. Aber ist ja auch egal. Wir bekommen ordentlich Coins. Deswegen, okay. Man wird immer gespoilert, ne, was man bekommt. Da sind Münzen. Vorhanden. Schauen wir mal, ob ich da offline reingehe. Ich meine, den Cup haben wir auch schon gemacht. Reinschauen kann ich ja schon mal. Um die Münzen bekommen. Neuer Level. Habe ich erreicht oder ist möglich? Möglich ist vieles. Gut, neues Level jetzt nicht. Wieso steht da neuer Level? Ist ja noch nie gestanden, oder? Na, auf jeden Fall. Luigi hat das gerade sehr gut gemacht und er darf auch weitermachen. Ich meine, ist ja auch seine Map. Luigi's Mansion Reverse. Na, so eine zweite Luigi's Mansion Strecke wäre halt auch wieder mal cool, oder? So für Mario Kart 9. So Luigi's Mansion 3 Strecke. Das hätte schon was, oder? Boah, das war gerade ein Ultra Boost. Wo man so durch die verschiedenen Ebenen fährt. Und Luigi's Mansion 3 hat ja richtig viele Ebenen, ne? Digga, verpiss dich doch! Jetzt einmal! Okay, aber der Panzer hat's abgewehrt. Weg mit dir. Ich sehe nix. Aber die Map kann auch kommen. Vor allem irgendwie Mario Kart DS. Und Mario Kart. Also, Mario Kart DS hatte schon wirklich gute Strecken, aber auch wirklich schon ein paar Trash-Strecken auch teilweise, ne? Hingegen Mario Kart 7, glaube ich, überwiegend nur geile Strecken hatte. Oder? Ich meine. Werden wir bald mal sehen. In einem Mario Kart 7 Let's Play.
mit dir. Gleich noch was hinterher. Geht dann doch nicht, aber komm. Wir sollten uns den ersten Platz gesichert haben. Ja, komm, auf die Banane fährt auch irgendjemand drauf. Ich habe zwar jetzt eine weggemacht, aber ist egal. Zwei liegen noch da. Aber es juckt ja auch niemanden. Sehr schön. 10,8 reicht das für 5 Sterne? Caterpillar. Da unten heißt nur R, okay. Da reichen wieder nur 7k. Wieso? Wozu ist das so eine große Differenz? Muss ich mir eigentlich fragen immer. Aber gut, Kleinknochen-Trockenwalzer. Mit Rosa-Gold-Mario? Nein. Das hat nur in der Abenddämmerung so ausgeschaut. Natürlich mit Metal Mario. Sieht da wirklich ein bisschen komisch aus. Aber gut. Wieder Knochentrocken umlegen. Eine Mission, die ich nicht wirklich mag. Hier sind nur vorausgesetzt, das kriege ich wohl hin. Schau, wie will ich jetzt da alle bekommen? Aber gute Quote. Es läuft eigentlich voll gut momentan. Ja, gut, einen hätte ich da noch mitnehmen können. Na, weil ich da jetzt nach außen gelenkt habe. Aber es läuft wirklich nicht schlecht. Gut, dann skippe ich mal. Dafür gönne ich mir die. Wow, was ist denn heute los? Ich hasse ja richtig. 29 leider nur, aber wow. Also ich muss sagen, ich bin echt stolz auf mich, die ich hier erreicht habe. 12 hätte man nur gebraucht. Da merkt Nintendo aber auch selber, dass diese Mission schon leicht abfucken kann. Na gut, dann... Ich muss das echt mal machen. Ich bin ja kein Go-Pass mehr, ne? Standard-Hand-Up jetzt nur noch. Aber gut, wir haben ja bis jetzt, glaube ich, immer alle Online-Rennen im 200er gefahren. Oder sind gefahren. Jetzt waren noch ruhigen. Das ist schon mal gut. So, das ist das 3. Der ist Cheap-Cheap-Bucht. Ja, komm. Luigi darf fahren. Vom Knochentrocken-Cup. Luigi darf sich das auch wieder mal gönnen. Und da sind wir aber schlechter dabei. Kann es sein, dass die Schwitzer nur im Gold Cup sind? Weil bis jetzt, also, habe ich so ein... Sieht so aus. Aber okay, wir werden das... die nächste Mal auch immer sehen. Und direkt ja Party, so muss das sein. Schade. Gib mir doch die Items. Komm, gönn. Jawoll. Da kann ich nicht drauf, okay. Knochentrocken gehabt, den sind wir noch nicht gefahren. Aber die Map kennen wir ja selbstverständlich schon. Das ist jetzt echt eine X-Variante, ne? Wir haben nicht viele Änderungen vorgenommen worden. Zweite Party. Und das gönne ich mir. Komm, den Fisch wegrammen. Nein, er hätte es eigentlich verdient gehabt, ne? Rache an Lost Levels. Ja, was sollten wir haben? Wann hatte ich denn eine Banane? Das weiß ich schon alles gar nicht mehr. Noch eine?
Irgendwie hat es gerade geleckt, die Steuerung hat nicht funktioniert oder sowas. Keine Ahnung, ich bin Erster. Scheiß drauf. Das war gerade komplett weird, das hat sich so komisch angefühlt. Na gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Part natürlich wieder. Ich weiß nicht, ob wir dann wieder was öffnen, weil den nächsten Part nehme ich, glaube ich, dann auf, wenn die Rangliste. Also wenn die Ranglistenbelohnungen da sind. Und da bin ich ja statt jetzt noch Erster. Wer solide. Na, wir werden sehen. Bis denn und ciao.